Da unten sind eine Menge Maden. Das ist gut. Er ist da. Eins von Ukons Tieren. Na gut, hör zu. Die Brücke ist unser Weg rein. Kein Ausgangsloch und auch kein Hinterhalt. Ach du Scheiße. Tja, wir hören ihn sicher kommen. Wisst ihr, was ich mich frage? Die Maden haben diese Brücke verseucht. Wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Was gibt's sonst? Ukon zu finden ist der schwierigste Teil. Bei dem Chaos, das wir veranstalten werden, da findet er uns zuerst. Was wäre passiert, wenn ich sie nicht dabei gehabt hätte in der Mission? Wie wäre dann der Ablauf gewesen? Also, da hätte man ja nie in die Sniper reingucken können, ne? Wären wir dann vielleicht näher dran oder nie oder... Aber was ist denn jetzt? Wie viel kann ich denn den hier? 87. Okay. 60, warte mal. Ich könnte jetzt mit ihm Wingman, aber. Schilden wäre auch nicht schlecht. Oh, könnte ich natürlich so erstmal machen. Das wäre vielleicht auch nicht so doof, ne? So. Und machen wir hier eine Zielmatrix hin. Ja gut, dann machen wir die erstmal so hin. Nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und Jack, ja, verstecken wir erstmal hier. Das ist okay. Bleibe in Alarmbereitschaft. Augen auf! Zumindest ein Auge. Nehmen wir mal anders. Ihn schicken wir mal hier in die Mitte. Ihn hätte ich gerne hier. Ja. Bin dran. Verstanden. Dias, du gehst mal hier hin, Diascho. Ich halte die Augen offen. So, sie... Na... Ja komm, die bringen wir mal hier raus. Bam! Bam! So, da haben wir schon mal ihn. Ja, er liegt zwar nur, aber wir haben ihn schon mal. So, jetzt gucken wir mal, was die Gegner jetzt machen. Hab sie! Ich sehe dich! Okay, es lief doch schon mal besser als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lief doch schon mal nicht schlecht. Bereit für die Konfrontation! Aha. Eine Zielmatrix können wir jetzt erstmal nicht machen, ne? Das heißt, wir werden sie schützen erstmal in der Runde. Ich schuld dir was, Jack. Ist an sich auch nicht so schlecht. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir wingmen sie erstmal. Vielen Dank, Jack. Zur Stelle. Okay. Ja, wir versuchen es mal.
Ah, fuck, daran habe ich ja gar nicht gedacht, aber ja, okay. Ist ja nicht so schlimm. Lade nach. Ich habe sie ja geschildert. Okay, er liegt. Ja, das Problem ist gerade ein bisschen der hier, ne? Der ist gerade echt beschissen. Was machen wir da jetzt am besten? Okay, hier gehen wir mal 40% auf Ausweichen. Die Zeit ist um, ihr Bastarde! Der ist gerade an der Grenze oder was? Ach, scheiße. Ach, der liegt da eh. Hä? War jetzt vielleicht gar nicht so schlau. Ich dachte eigentlich auch, dass ich den hier mit erwische. Tun wir's. Okay. Aber wenn ich jetzt ihn hinrichte... Läuft er halt genau da durch, was total schwachsinnig ist, ne? Wir haben hier Deckung. Bereit. Okay, was anderes können wir gerade... Warte mal, was hat denn der jetzt noch? Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das brauchen wir jetzt aber gerade noch nicht. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wir können gerade wirklich nichts machen. Weil er da nervig ist in der Ecke. Laden! Achtung! Vielleicht nicht die Made. Aber ich. Vorwärts. Jawohl, nice. Darauf habe ich, genau darauf habe ich gehofft. Ha, ich bin gut. Wunderbar, das okay. Heißt, wir müssen jetzt mit ihr definitiv den hier hinten ausschalten. Auf also, wir gehen mit ihr weiter nach vorne erstmal. Der Weg teilt sich, wählt eure Position. Deckung in der Mitte, Flankierung an den Seiten. Ich bin hier. Nee, wir müssen den jetzt erstmal hier. Nee, wir machen jetzt erstmal einen normalen Schuss. Okay. Noch eine Marde erledigt. Das heißt, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, nach vorne zu rücken. Geht klar. Einmal erstmal hier decken. Überwache die Umgebung. Warte auf Befehle. Ich muss jetzt natürlich auch überlegen, wie ich meine Einheiten weise verteile. Ne? Verstanden. Das weiß ich leider noch nicht so ganz. Geh du mal erstmal mit hier hin. Du kannst ja schon mal noch nicht schießen, weil du nachladen musst. Ich höre. Okay, sie kann aber ja nochmal. Oh! Okay. Und. Nicht den Hauch einer Chance. Mach trotzdem mal bitte... Nee, du musst nachladen, okay. Okay, dann wingmannen wir mal. Jetzt ist die große Frage, wie wir das machen. Also hier teilt... Ja gut, was heißt hier teilt sich der Weg? So wirklich teilen ist es ja nicht, ne? Weil hier ist ja wieder dann... auf einer Bahn.
Es ist ja wirklich nur hier der, die zwei Übergänge. Aber hier müssten wir wirklich überlegen, wie wir das hier machen. Also natürlich, ja. Geschieht dir recht. Sie kann auch hier runter, bringt mir aber jetzt gerade nichts. Vorwärts. Dann komm mal mit. Du gehst definitiv mit nach oben. Wir teilen jetzt erstmal die mit nach oben kommen. Warte auf Befehle. Sie kommt mit nach oben. Schwon würde ich auch sagen, schick mal mit nach oben. Achtung, noch mehr Maden auf der Plattform. Dann würde ich sagen, Jackie Boy, schicken wir mal hier unten heimlich lang. Weil er bleibt auch bei den beiden, würde ich sagen. Okay. Also Jackie bleibt auch mit bei den beiden. Und ihr könnt ja schon mal... Vorwärts! ...nach links laufen. Ich melde mich zum Dienst. Genau, so machen wir das. Also die zwei laufen hier unten lang. Und... Das sind Scharfschützen, ne? Ah, ich dachte, jetzt kommt hier voll das geile, spannende Video, Mensch. Aha. Ja? Okay, markier eine Scheiße, ich sehe es gerade. Zeit zum Nachladen. Was für eine Trefferquote hätte die denn? Ach, scheiße, warte mal. Ja, schicken Sie mal hier hin. 95, 67. Waffenexperte hier. So, dann machen wir mal mit Jackie. Der bleibt mal kurz da unten. Scheiße. Okay. Das ist gerade doof. Sollen wir Jackie ein bisschen ärgern? Also sollen wir den hier lang schicken, dass er sich erstmal... Komm, das machen wir mal. Wie sieht denn das hier jetzt mit der Zielmatrix aus? Müssten eigentlich beide drin sein hier oben. Jetzt sind wir im Vorteil. Oh, sind... Okay. Melde mich zum Dienst. Okay. Soll ich den... Ah, fuck. Soll ich den hier hinschicken? Kann man den hier hochschicken? Nee, ne? Gut, ja, wir machen's mal. Vor. Okay, 100%. Okay. Ich hör zu. Wir müssen definitiv den hier loswerden. Ich hör zu. Das heißt, dadurch kann Dias nämlich jetzt weiterlaufen. Komm bis hier hinter Dias. Bringt mir das jetzt was, wenn ich ein bisschen hinschicke? Eigentlich nicht, ne? Oder? Naja, nee, bringt mir alles nichts. Wir schicken ihn hier hin. Befehle? Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht damit gerechnet, dass der Schuss, dass es der goldene Schuss wird und dass er trifft. Ich habe eigentlich ein bisschen gepokert und habe mir so gedacht, vielleicht trifft der Schuss ja nicht.
Und damit habe ich mich leider jetzt gerade verpokert. Okay. Naja, gut, passiert halt. In Krieg und in der Liebe. Bereit machen! Diese Kriecher dürfen uns nicht überrennen! Schlagt sie zurück! Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht auf Thron. Niemand schaut mir über den Rand. Da ist eine Menge Wasser und ein tiefer Fall nach unten. Ist so, was das Scheißproblem ist? Dann wenn nicht Dias. Aber von hier aus kann er den Scharfschützen abfacken. Oh, bitte, 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 bitte. Jawohl. Sprich mit mir. Okay, haben wir erstmal die Ruhe, was das angeht. Das heißt, die liegen alle. Die werden jetzt erstmal nicht wiederbelebt. Das heißt, wir können langsam anfangen, die Leutchen hier oben zu stationieren, was ja eigentlich mein Plan war. Hey. Twon kann auch schon mal hier hoch. Jack. Kann auch erstmal hier hoch. Ist jetzt gerade ein bisschen gestapelt, ist auch ein bisschen doof, ich weiß. Aber egal. Bereit. So, mit ihm könnten wir schon mal zumachen. Oder vielleicht können wir sogar eine Granate werfen. Ja, werfen eine Granate. Machen wir es so. Eine Granate. Tschüssi. Ziel ausgeschaltet. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Komm, Jack können wir ein bisschen weiter hier hinschicken. Das ist okay. Guti. Okay. Dann hauen wir den schon mal weg. Du oder ich, Arschloch. Ja. Du heilst bitte mal. Das habe ich gebraucht. Und ich müsste dann mal später eine Heilgranate auf ihn flanken. Aber geht gerade nicht. Es war voll geil, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe, mit Taktik und sowas zu spielen. Weil hier unten geht es ja wieder runter. Ja? Jetzt die Frage, lassen wir sie erstmal hier oben? Ziel ausgeschaltet! Ich würde sagen, wir lassen sie erstmal hier oben. Einfach zur Sicherheit. Ich höre. Twon schicken wir einfach mal hier hin. War das schon alles? Und geben mal hier Na Feuerschutz. Komm, ich bin bereit. Jaggy Boy schicken wir. Ja, eigentlich können wir Jaggy Boy jetzt langsam mit runter schicken. So. Können wir ja mal machen. Hey. Und sie darf auch erstmal hier Feuerschutz geben. Halte Ausschau. Okay, mal gucken. Alle Mann aufgepasst. Kommt davon. Gut. Ziel neutralisiert. Ein Kriecher. Bis jetzt. Okay. Oh nee, nicht schon wieder ein Scharfschütze. Gesichtet. Alles in Sack und Tüten. Oh fuck, der hat eine übelst krasse Position, ne?
Verstanden. Oh, der hat mich... Bereit. Okay. Ja, ist alles scheiße, ne? Okay, ich habe eine Idee. Gute Arbeit, Schilden. Und mit ihnen, warte mal, wie viele Punkte? 3! Was? Echt jetzt? Oh nein! Dann gehen wir hier hin. Aufpassen! Da oben ist ein Scharfschütze! Ich geb hier drüben Deckung! Aha. Schick. Aha. Dann machen wir erstmal so. 10% Wahrscheinlichkeit zum Treffen, das ist nicht viel. Und mehr hat er auch nicht im Schussfeld, das heißt. Mach mal hier so dicht. Sichere mir ein Schussfeld. Es ist die Frage, wie weit kommt. Naja. Okay, sie bringt mir hier oben auch nichts. Ja, ich bin dran. Yeah. Tron. Können wir hier hinschicken? Erste Mal. Ich könnte natürlich hier eine Barriere hinmachen, ne? Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Gut gemacht, so, Jack. Und... Jack, schick mal einfach mal hier und hier ist. Ich hoffe mal, hier ist jetzt sicher. Mit mir. Da, was machen wir mit ihr? Also, sie müssen wir irgendwie versuchen, da hin zu bringen. Also, hier hin. Sie möchte ich gerne hier oben auf dem Turm haben. Ja, lad einfach nach den Inschuss, egal. Also ich wüsste sonst nichts, was ich mit ihr anfangen soll. Achtung, bereit macht für die Arschlöcher! Vorwärts! Hab sie im Visier! Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das Problem ist, sein Feuerschutz, Schutz, meine Herren, Mann, ist total beschissen. Versuch das nochmal, Rade. Los, weiter Kacke. So, Leute. Verstanden. Ja. Eigentlich wollte ich die jetzt zum Dings schicken, ne? Zum Scharfschützen, aber... Hier. Warte mal. Ja. Gib mal Tron bitte Deckung. Hab eine Idee mit ihm. Ach, scheiße. Ha. Jetzt hat er keine Aktion. Aha. Das war so dumm, okay. Egal, Okay. Wir müssen halt den Scharfschütze da oben. Das ist das größte Problem. Ja, wir können natürlich versuchen, ihn... kampfunfähig zu machen. Vielleicht kriegen wir es hin. Oh ja. Nice, hat sogar geklappt. Egal, nehmen wir ein bisschen Damage. Keine Munition mehr. Bereit für mehr.
Gehen wir erstmal auf ihn, er wird, denke ich mal, gleich wiederbelebt. Bin ganz Ohr. Die kommt halt da oben an den Scharfschützen nicht ran, das ist so nervig. Ich rück aus. Ah, müssen wir die hier erstmal mit lang schicken. Moment, dann machen wir hier eine Dings, eine Zielmatrix. Ich weiß nicht, ob beide drin sind. Sind beide drin? Jetzt sind wir im Vorteil. Ja, okay, sind beide drin. Sehr schön. Dann Ding, wenn wir Gute sie mal. Arbeit, Jack. Und hauen den erstmal kaputt. Der liegt auch. Okay. Das heißt, mit ihr werde ich dann jetzt hier lang weitergehen. Weil sie möchte ich, wie schon gesagt, auf der anderen Seite mit uns haben wollen. Aha. 57%. Danke. Wie viel hat sie jetzt? Ich will mal kurz gucken, ob das überhaupt, ob ich das mit Wingman richtig mache. Okay, ich mach's richtig. Das heißt, nochmal Wingman. Nochmal Wingman. Und wir müssen den Scharfschützen da oben unbedingt loswerden. Komm. Jawohl. Nice. Und nochmal. Ja. Richtig, richtig wichtig jetzt für uns gewesen. Okay. Das heißt, die bleibt mal kurz hinten. Wie sieht das aus, wenn er eine Granate wirft? Krieg ich nicht irgendwie. Nee, Tonne, machen wir es anders. Dann mach mal bitte. Ja, doch, mach mal hier zu. An mir kommt niemand vorbei. Also okay. Dann. Sie schicke ich schon mal einfach schon jetzt. Dabei. Ich weiß, das ist total dumm, aber die schicke ich jetzt einfach mal aufs offene Feld, dass sie so schnell wie möglich da hochkommt. Okay, das kostet dich einen Punkt, das ist okay. Ohoho. Gehen wir auf den Kriecher. Und bleib bloß liegen. Und ja, was machen wir jetzt noch? Wir können. Ja, komm, wir versuchen das nochmal. Komm. Munition geht aus. Ja, mehr Lack als verstanden, ne? So. Ihn würde ich sogar sagen, schicken wir jetzt auch Kein mit Problem. Hope erstmal auf den Turm. Aber ich würde einfach sagen, dass er jetzt hier erstmal schließt. Offen. Mit Feuerschutz. Mal gucken. Genau ins Fadenkreuz. Eine tote Marder. Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch. Ist das ein Scharfschütze? Fuck, ein Mann. Hier. Vorschläge? Das habe ich nicht gesehen. Ey, ich muss den Scharfschützen loswerden. Wenn ich ihn jetzt hier hinschicke. Ja, ja, ja.
Warte nach. Bisse was, werf einfach. Ich bin beeindruckt. Nee, es war richtig mit Granate werfen. Werf einfach. Dann liegt sie halt erstmal, aber egal. Granate geht raus! Oder sie hat noch dafür kriegst 10 du bestimmt einen Orden. HP. Gut, das war jetzt echt mehr Lack als Verstand. Mhm. Der Scharfschütze, ich habe halt nicht gesehen, dass es ein Scharfschütze ist, ne? Also den Scharfschützen müssen wir killen. Echt jetzt? Ach, der liegt im Weg, oder was? Nee, gut. Okay, Scharfschütze ist weg. Dias macht mal einfach, oder? Nee, wir machen es anders, warte mal. Erstmal das. Lass dich erstmal heilen. Und dann das. Ziel erledigt. Okay, das damit haben wir sie erstmal wieder geheilt. Ich habe halt, das war so dumm von mir, ich habe halt nicht mitbekommen, dass da ein Scharfschütze liegt. Ich dachte, es wäre eher mit Shotgun oder sowas. Da hätte ich ein bisschen drauf achten sollen. Okay, Tron. Verstanden. Kriegen wir mal hier mit hin. Das ist jetzt ein Scharfschütze, das sehe ich. Augen aufs Ziel. Egal, wir machen mal dicht. Komisch, dass hier noch keine Kiste liegt, ne? Ich habe jetzt überall schon wegen einer Kiste geguckt, aber noch keine gefunden. Na gut. So ist es manchmal. Okay. Okay, er geht weiter zurück. Aber wenn ich sie jetzt... Stellen wir sie mal hier oben hin. Ich denke mal, damit müsste ich den Schaufenster haben. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Doch. Ah, der Damage reicht nicht. Ich habe gerade viel zu schnell geklickt. Okay. Bestätigt. Schick mir erstmal hier hin. Hätten wir nicht machen sollen, das war scheiße. Bleibe in Alarmbereitschaft. Hab sie! Das war richtig beschissen, was ich hier gemacht habe, ne? Und er muss nachladen und darauf habe ich jetzt auch nie geachtet. Bereit. Auf dem Weg. Warte mal, 2 Punkte kündig. Reicht das? 33%ige Chance. Warte mal. Komm mal her, Jack. Es muss klappen, was ich gerade vorhab. Ich hoffe es doch. Gut gemacht, Jack. Oh ja. Okay, immerhin ist der Scharfschütze weg. Jetzt kommen natürlich die ganzen Kriecher. Die werden jetzt gleich problematisch werden. Okay, dass er an Tron vorbeilaufen hätte. Okay, er läuft mir an Tron vorbei. Der hat mich erwischt! Davon erholst du dich nicht mehr. Damit töte ich halt Tron, ne? Mit. Aber eigentlich muss ich das. Na ja, so. Werfe Granate! Erwischt! Okay, wir ziehen weiter vor. Vorwärts! Ja. Okay.
Mit Dias gehen wir mal mit hier hoch, würde ich, oder? Doch, mit Dias gehen wir mal mit hier hoch. Sprich mit mir. Okay, sie geht hier schon mal hoch. Sie kann ja schon mal die Kiste snacken. Muss ich wirklich sagen, eine sehr interessante Mission, ne? Also, die fordert dann doch ein bisschen mehr als die anderen jetzt, die wir hatten. Twon 3, hier 2. Kein Problem. Okay, Twon schicken wir mal hier mit hin. Und er macht mal hier einfach mal den Gang hier dicht. Dann schicken wir Jaggy Boy. So weit wie es geht, erstmal nach vorne mit. Obwohl ich hätte Jack auch nach oben. Ja, gut. Sie rücken vor! Dünnen wir sie aus. Ich sehe gerade, dass Dias hier oben absolut keinen Sinn macht, ne? Weil hier geht's wieder runter. Das ist total bescheuert. Es geht halt hier. Es geht hier einfach wieder runter. Schön. Da, eine erhöhte Position. Dort sammeln wir uns und planen den nächsten Zug. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ich höre. Schon dabei. Deck mal hier ein bisschen auf. Ich will mal gucken, ob wir hier vorne noch ein paar Probleme bekommen könnten. Klingt, als würde uns jemand treffen wollen. Ups. Scheiße. Okay, das ist ein Scharfschütze da oben, ne? Okay, ihr muss ich definitiv Dings geben, ne? Danke. Die muss ich schilden. Hey. Prozent wahrscheinlich, ja, ja. Das ist halt nix, ne? Auf dem Weg. Okay, der Einzige, der jetzt wirklich irgendwie was in dem Zug machen kann, ist wirklich Twon. So ein bisschen zumindest. Haltet die Stellung, Leute! Hab sie im Visier. Gewichtet. Ach nee, die brauche ich doch, du Idiot. Vorschläge? Ey, Kacke, die brauche ich halt. Das ist ja so nervig, genau die, die ich brauche, weißt du? Oh nein! Alter! War doch gerade schon. Ach, wieso, was leckt mich doch? Also dann? Aha. Wir machen mal hier die... Hallo? Oh, Alter! Spinnt hier ab der Stelle ein bisschen rum. Okay, aber jetzt haben wir es geschafft. Gut. Hier schießen wir mal eine Barriere hin. Du schlägst dich gut, Jack. Ich gehe jetzt einfach, also ich versuch's zumindest, ich gehe jetzt auf volles Risiko.
Tun so. Danke für die Unterstützung, Jack. Mir geht die Munition aus. Keine Munition mehr. Und das war's. Aha. Ja. Na gut. Ist halt so, müssen wir es gerade machen. Er heilt sich ja eh zum Glück. Waffe leer. Bestätigt. Du oder ich, Arschloch. Okay. Noch einer erledigt. Ach Mann. Uff. Problem ist, wir brauchen halt wirklich den Scharfschützen, ne? Brücke aus. Ich höre. Ja, versuch's mal. Nachladen. Ich könnte ja jetzt mal die Fähigkeit versuchen, aber ich habe nur noch ein AP, ne? Ich weiß halt nicht, wie weit die Explosion reicht. Ich wollte es mal testen, aber egal. Und der ist noch nicht mal... Doch, der liegt. Okay. Achtung, da kommen sie! Der hier hat Klauen. Ach, der geht mir auf den Sack, ne? Ich muss unbedingt den beschissenen Scharfschützen wegbekommen. Zeig unser Da kommt der nächste. Da kommt da der nächste Schau. Oh Mann, Mutti. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Hinrichten will ich eigentlich nicht. Ich lade nach. Ach, es war so dumm von mir. Ich wollte es da drüber machen. Egal. Aha. Ja. Warte mal, komm aus einschüchtern. Wie war. Ach, das ist halt. Ist er jetzt mit drin oder nicht? Wir gucken mal. Ihr seid alle erledigt. Oh, krass, cool. Na, versuch mal. Ohne Vorbehalt. Ey, die Scharfschützen machen halt mega Angst, ne? Also die Scharfschützen machen mir richtig Angst. Stim ist auf dem Weg. Nee, lass mal noch die Stim-Granate. Ich bin hier. Ich höre zu. Gut gemacht, Jack. So, mal gucken, ob das Selbstmordkommando was bringt. Dass wenigstens der schaut, bitte weg. Mikaela braucht Hilfe! Falscher Alarm! Okay, das kann ich zumindest einmal machen. Wieso kann ich jetzt nicht mehr auf den. Ach, Barriere von. Was? Barriere von. Ach, Mädel, dann schieß auf den. Verfehlt! Aha.
Verstanden. Bestätigt. Runter. Ah, geh mal mit hier rein, Dias. Boah, das ist echt anstrengend, ne? Die Schaufelzen, die sind nervig hier. Die Schaufelzen machen hier alles ein bisschen anstrengend auf der Brücke. Weil man hat ja kaum Möglichkeiten, so wirklich auszuweichen, ne? Das ist halt so ein bisschen. Ich bin unterwegs. 47%. Bereit. Und Jack ist hier hinten. Warte mal, ich kann ihn bis hier hinschicken. Zumindest schon mal. Dann geben wir den halt nur einen. Ja, gut, dann versuchen wir es über Wingman. Gute Arbeit, Jack. Komm, bitte. Munition geht aus. Das ist so unfassbar nervig, ne? Wäre halt so schön, wenn das mal alles funktioniert. Aha. Okay, wir müssen ein bisschen vorrücken. Werden diese Maden denn jemals weniger? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ey, jetzt mal ohne Spaß. Wollt ihr mich verarschen? Hahaha. 50% Wahrscheinlichkeit. Die hat zwei Schüsse. Sollen wir es riskieren oder nicht? Mal versuchen, mal einen Schuss. Hat funktioniert und ich denke mal, der nächste wird bestimmt nicht funktionieren, oder? Muss nachladen. Oh Gott, Segen Amerika, okay. Endlich können wir die mal hier hochschicken. Waffenexperte hier. Gut, Tron schicken wir mal hier unten mit hin. Das ist ein Scharfschütze hier, ne? Klingt mir alles nichts, egal. Versuchen wir es so. Feind am Boden. Okay. Zumindest haben wir das schon mal gepackt. Boah, das ist echt, ey. Was ist das für eine Mission? Diese ekligen Maden. Ich hasse diese Menschen. Auch wenn es keine Menschen sind, aber ich hasse diese Menschen. Davon erholst du dich nicht mehr. So, hol du mal die Kiste. Mal sehen, was wir hier haben. Könnte man eigentlich. Hier. Ja, komm, dann machen wir das. Gleich merken sie, mit wem sie es zu tun haben. Da macht er erstmal eine Drehung. Okay. Rücke aus. Ja, bei ihr dauert es halt noch ein bisschen, bis die hier oben ist. Darf ein Experte auf Standby. Wir brauchen eine Zielmatrix jetzt. Ziel gesichtet. Das heißt, wir machen es mal so. Wir wissen, wie ihnen geschieht. Ui, warte mal. Der ist, glaube ich, ein bisschen nerviger. Okay. Bedrohung neutralisiert. Brauche Munition. Das ist mir so egal. Und vielleicht kriegen wir das hier so hin, dass wir. So ist ganz gut, ne? Wir machen es mal so. Granate geworfen! Boom hat's gemacht. Jawohl. War das schon alles? Richtig schön. Okay.
Okay, dann gehen wir zuerst hier auf den, weil Shotgun tut weh. Okay, erledigt die letzten, damit wir mit der Aufklärung beginnen können. Aua, Mann. Voll ins Gesicht. Mann, tut doch weh. Ja, ja, leck mich ruhig. Am Arsch. Ist okay. Oh, wir können da gleich eine Stim-Granate hinwerfen. Tut natürlich ein bisschen weh, aber... Na los, zeigt es ihnen! Ja, warte mal. Hauen wir das, warte mal. Wir machen jetzt erstmal hier... Stim-Granate. Lass dich erstmal heilen. Hab ich gerade die Gegner geheilt? Ich habe gerade die Gegner geheilt. Scheiße. Ups. Ich fühle mich schon sicherer. Schön, dass man dafür einen Erfolg bekommt. Fühlt man sich nicht ganz so bescheuert. Bin ganz Ohr. Zeit zum Nachladen. Okay, die zwei liegen, das ist schön. Pass mal auf, nee. Klingt mir nix. Ja, ja, ja. Ja, Jack, können wir einfach mal hier hinschicken, komm. Okay. Schwon schicken wir mal hier mit hin. Ich habe ja nur ein bisschen so die Hoffnung... Nur er kann jetzt gleich, warte mal, dann machen wir hier schon mal zur Sicherheit, er wird gleich alles hier hochklettern. Ja, Jack, ja. Naja, Jack, du bleibst da. Ist er jetzt erstmal nur noch der? Warum tust du das? Höre bitte auf damit. Ich möchte das nicht. Ich dachte echt, der kommt jetzt hoch, aber nee, der hat keinen Bock. Yep. Aber sehr schön, dass ich die jetzt hier hochgeschickt habe. Ne? Die hat hier oben nämlich richtig, richtig viel gemacht. Hat sich richtig gelohnt. Ich höre. Warte mal. Anni, wie war das, wenn ich denen jetzt das hier geben würde? Aber hier steht nichts davon, dass er danach keine Punkte mehr hat. Weil guck mal, wenn ich das jetzt auf den hier... Ja! Ich habe mich beim letzten Mal einfach... Ich habe beim letzten Mal das einfach nicht mal gecheckt, dass ich keine Punkte mehr hatte. So, dann kann ich ihn nur ohne Probleme hier hinschicken. Hättest du das mal nie gemacht, mein Guter. Ja, und Jack können wir auch langsam mal hier ein bisschen nach vorne schicken. Ist ja jetzt nur noch der, ne? Ist ja nur noch der, der uns jetzt hier ein bisschen Ärger macht. Dann haben wir es ja. Ich habe irgendwie die ganze Zeit voll Angst. Macht der auch was, oder? Sag jetzt bitte nicht, dass es jetzt hier leckt. Wisst ihr, wo der letzte Kontrollpunkt war? In der Mitte von der Brücke. Der letzte Kontrollpunkt war in der Mitte von der Brücke. Ich muss die Hälfte der Brücke wieder machen. Sag jetzt bitte nicht, dass es leckt. Ich warte jetzt, ist mir egal. Ach komm. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, ey.
Ja, da die Folge jetzt schon fast eine Stunde geht, würde ich einfach sagen, wir machen dann hier Schluss, Sir. Das ist natürlich, sowas ist natürlich richtig, richtig, richtig scheiße. Wie schon gesagt, der Kontrollpunkt war mitten auf der Brücke. Also, auf gut Deutsch, wir müssen eh die ganze Brücke wieder neu machen. Oder die halbe Brücke, aber ist halt trotzdem doof. Und ja, wir sehen uns einfach an der Stelle in der nächsten Folge wieder. Ich spiele dann einfach solo bis hierhin und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.